zu meinem neuen Vlog. Mal was ganz Neues, unsere Wachteln. Viel Spaß! Ja, wir haben es gewagt. Wir haben es gesagt, über den Winter wollen wir mal Wachteln halten. Und dafür haben wir hier unser Gewächshaus umgebaut. Und da haben wir einen Stall reingebaut. Und die Kinder haben natürlich noch sehr gut mitgeholfen, die Tomaten zu ernten. Und ich sag euch, dieses Umgraben war die reinste Qual. Das ist übrigens das kleine Haus. Ihr werdet später sehen, dass wir das noch getauscht haben. Und ja, wir haben damals diesen Tunnel schon ziemlich tief eingegraben. Deswegen müssen wir jetzt hier nicht mehr so viel machen. Und zwar seitlich machen wir dann noch Gitter hin. Da habe ich noch was geholt, weil die Fenster sind leider kaputt gegangen. Und ja, eine Seite wird dann komplett zu sein und die andere wird offen sein. Und ich hatte da noch eine Palette eingekramt, dass das Haus ein bisschen besser steht. Aber das haben wir wieder dann geändert. Das sind ja die ersten Versuche. Und mein Mann hat hier sich richtig Mühe gegeben, eine super stabile Tür gebaut. Der hat das vorher abgeflemmt, dass das halt sozusagen ohne, ja, ohne Lackierung hält. Und ich habe dann ja das Gitter da festgemacht und dann haben wir das auch eingegraben, dass sich die Wachteln erstmal nicht durchgraben können. Und das war so der erste Stand. Da hatte ich nämlich dieses Pferdemehl erstmal reingemacht, weil wir hatten keine Hackschnitzel bekommen. Curtis muss natürlich erstmal gucken. Und wir hatten ein paar Reste vom Rindenmulch noch reingeworfen, Tannenzweige, Sandbad, Futterstelle und ihr könnt das ja mal sehen, wo die Versteckmöglichkeiten sind. Das Haus habe ich dann wieder rausgenommen, weil da ist tatsächlich keiner reingegangen. Aber gut, so ist das halt manchmal. Moos haben die Kinder noch gesammelt im Garten. Da hatten wir ein paar Stellen und ja, das Haus sollte dann erstmal als ja, Rückzugsort dienen für den Anfang, für die Nächte, dass da auch kein ja, Räuber reinkommt über Nacht. Und hinten die Ecken hinter dem Haus habe ich mit einem Gitter abgesichert, dass sie nicht in das Haus kommen. Ja, und die Tür haben wir recht stabil gebaut, also da muss man immer ein bisschen drücken. Das zieht sich natürlich durch Hitze und Kälte immer mal wieder, aber es war ziemlich gut. Und ihr seht, die Erdbeeren durften bleiben und da hatten wir dann noch unsere Hecke ein bisschen gestutzt. Das ist so eine Buchenhecke, glaube ich, ist das. Und das hat den Wachteln dann auch später, kann ich schon mal spoilern, sehr gefallen. Ja, und dann sind wir zum Hof gefahren und haben unsere Tiere abgeholt. Das war ein bisschen abenteuerlich, weil eigentlich wollten wir welche vom Hühnerwagen. Der kommt ja nämlich immer ins Dorf gefahren. Aber wir sind dann doch Richtung Hannover gefahren und haben sie uns dort geholt. Und selbst mein Mann ist dabei. Die Kinder haben sich tierisch gefreut. Und die transportiert man dann halt privat mit einem Pappkarton. Kennt der eine oder andere sicherlich. Und die waren da auch ziemlich ruhig und ziemlich neugierig, natürlich als Mädels. Und die erste hatte sich dann schon da hinten ja reingebuddelt. Und ja, die Kinder waren dann mit mir die ersten Minuten drin, dass sie sich so ein bisschen auch an uns gewöhnen. Und haben dann ganz vorsichtig auch versucht, mal zu streicheln und den Tieren näher zu kommen. Ihr seht, die haben sich erstmal nicht bewegt. Wer ist das da? Und einige haben sich direkt wohlgefühlt und erstmal sich eingegraben. Habt ihr denn Wachteln? Kennt jemand, der Wachteln hat? Das sind ja doch sehr, sehr, sehr scheue Tiere, aber ihr werdet es später sehen. Einige haben wir sogar ein bisschen zahm gekriegt. Gerade hier, die, wo die Kleine gerade streichelt. Und dann gab es für uns dann auch gleich schon Überraschung, denn da war plötzlich ein Ei. Und die, die das Ei gelegt hat, das erste Ei nach 15 Minuten, haben wir dann Lucky getauft. Die war auch super, super zutraulich, wie ihr hier seht. Das ist nämlich die Lucky. Und ja, meine Tochter hat die dann halt so genannt, weil sie halt auch immer zu uns kam und überhaupt keine Berührungsängste hatte. Ich darf schon mal spoilern, dadurch, dass es jetzt so schlechtes Wetter war und wir nicht mehr so lange im Stall gesessen haben, hat sich das leider ein bisschen ja, verändert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den Tieren immer viel Grün, bieten wir den an von unserer Wildblumenwiese. Und auch natürlich Wasser und Obst, Gemüse. Wir probieren uns einfach durch, was die Tiere so mögen und annehmen. Bisher haben sie auch die Würmer, die da in dem Boden waren, sehr gemocht.
Da streiten sich ja die Geister. Ich glaube, sie ist da gerade eine Schnecke. Ich weiß gar nicht, was sie da hatte. Aber ihr seht, wie zahm die sind. Man kann da vorsichtig mit den Fingern rangehen. Und ja, ich hoffe, euch gefallen solche Vlogs. Ihr könnt mir ja mal Bescheid sagen, ob ihr noch mehr von den Wachteln sehen wollt oder wie sich das bei uns weiterentwickelt. Die Kinder sind da ja ganz aufgeregt. Wir haben jetzt auch gerade Küken, die wir gerade aufziehen. Und ja, da freuen sich die Kinder nämlich auch immer ganz, ganz doll. Ja, und da wird sich auch richtig in der Ecke geregelt. Das ist bei den Wachteln immer total lustig, dass sie sich dann immer so hinlegen in die Sonne. Die haben natürlich da auch Sonneneinstrahlung, wenn die Sonne in bestimmten Uhrzeiten ist. Und zu warm wird es denen da auch nicht. Deswegen haben wir es erstmal im Winter gemacht. Im Sommer wird die natürlich einen anderen Stall bekommen. Aber wir wollen uns natürlich erstmal rantasten an die Haltung und erst mal gucken, wie das dann so läuft, ob die Kinder dann die Lust verlieren oder nicht. Und ihr seht, die haben wirklich alle Ecken und Enden da, Mama, da genossen und sich immer eingegraben. Und die natürlichen Verstecke sind natürlich ja immer ein Highlight für die Wachteln. Ja, wir hatten dann leider das Problem, dass dann doch ein Tier sich mehr als 10 Meter durchgebuddelt hat. Deswegen mussten wir einen anderen Stall besorgen und der sollte außen hin, weil der innen nicht hingepasst hätte. Und ihr seht es, das ist so ein zweistöckiges Gebäude, ist eigentlich für ja, zwei Hühner gedacht. Aber die Wachteln kommen da über Nacht rein und sind dann da erstmal sicher. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Und schreibt gerne einen Kommentar, was euch denn noch sonst so interessieren sollte für die wegen den Wachteln. Bis dann, tschüss!